Die DHV-News vom 20. Mai 2022. Ergebnis der NRW-Wahl, Bedeutung für den Bundesrat. Atesh Gürpina, kommt da noch was von den Linken? Herzlich willkommen bei den DHV-News. Erstmal vorweg, nächste Woche wird es mal wieder ausfallen. Hier gibt es keine News im DHV-Kanal wegen Brückentag, Vatertagfeierreihe und so weiter. Wisst ihr Bescheid? Nicht warten vergeblich, ja, sonst versauen wir euch den Tag, wenn ihr nicht dran denkt. Weiter geht's mit Global Marihuana March Rückblick 2. Ganz viele Zahlen drin, fand ich super. GMM 2022 Rückblick 2. Liegt halt daran, dass der GMM nicht an einem Wochenende konzentriert ist, sondern es gibt ein paar Nachzügler, Städte, unter anderem Darmstadt, Freitag der 13., aber dann eben auch nochmal am Samstag, wie üblich, drei, die hinterhergekommen sind, Oldenburg, Freiburg, Frankfurt. In Darmstadt und Frankfurt waren meine Kollegen Konstantin und Maria mit dabei, Frankfurt auch. Und besonders Frankfurt war gut besucht, Darmstadt auch nicht schlecht zumindest, ja, und gute Stimmung. Also die sind beseelt zurückgekommen, haben Spaß gehabt. Presse gab es auch in Oldenburg und in Freiburg vor allen Dingen. Und Freiburg war auch ziemlich groß. Also Freiburg war die Rede auch in Presse von 900 bis 1000 Leuten oder Ticken über 1000 vielleicht sogar. Also das war wahrscheinlich der größte GMM dieses Jahr. Glückwunsch nach Freiburg, sehr schön. Und wir zeigen euch nochmal einen kleinen Rückblick zu diesen Nachzüglern. Wir haben genug auf Führerscheine zu. Und weil es euch alle betreffen könnte, danke für die Einigung hier, was man sich ausrechnet. Gibt es Dinge, die wir brauchen für einen verbraucherfreundlichen Markt? Zum Beispiel der Eigenanbau und Cannabis Social Clubs und faire Führerscheinregelungen. Strafverfolgung ist immer falsch. Und diese Einsicht teilen immer mehr NGOs weltweit. Oder beziehungsweise das T-Shirt, das ich heute anhabe, ENCOD, the European Coalition for Just and Effective Drug Policies. Da sitzen immer noch konservative Prohibitionisten in den Ministerien. Da sitzen immer noch Leute, die nicht sehen wollen, dass dieses Verbot nichts nützt, sondern nur schadet. Ja, danke an alle, die da waren und die mit organisiert haben da vor Ort. Und es gibt noch einen Nachzügler nach den Nachzüglern. Und zwar morgen, Samstag, 21. Mai, gibt es noch einen GMM im Bayerischen Fürth. Da könnt ihr also jetzt nochmal hingehen. Last Chance für GMM 2022. Danach geht es dann erst nächstes Jahr weiter. Aber es gibt trotzdem noch gute Demo-Aussichten, auch für dieses Jahr. Und da ist natürlich insbesondere jetzt die Hanfparade zu nennen. Als nächstes wirklich großes Event, die größte, traditionell größte Hanfdemo in Deutschland am 13. August in Berlin. Und die Veranstalter melden, dass der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blinert als Redner zugesagt hat. Ja, das ist eine schöne Nachricht und Zeichen des Wandels. Er ist nämlich dann der erste Bundesdrogenbeauftragte, der als Redner auf einer Hanfparade auftritt. Kommen wir zur NRW-Wahl. Das wird ein bisschen dickeres Thema, weil ich da ein bisschen Hintergründe erklären und erzählen will nochmal. Es gab ja zwei Wahlgewinner bei der letzten Wahl, letztes Wochenende in NRW, und zwar die CDU und die Grünen. Die CDU hat mit Abstand das beste Wahlergebnis eingefahren, was die Stimmen angeht, ja, mit großem Abstand voraus. Der Stimmenzuwachs war bei den Grünen am stärksten. Beide also stark rausgegangen aus der Wahl und alle gehen jetzt davon aus, dass in NRW
es zu Rot-Grün, zu Schwarz-Grün kommt, also CDU und Grüne zusammengehen werden, reicht da dicke für die beiden. Aber es gäbe auch noch die Möglichkeit einer Ampelregierung, ne, nur eben mit einer viel kleineren SPD als die CDU. Ne, die haben jetzt erstmal den Anspruch, ja, als erstes zu verhandeln sozusagen. Und manche gehen dann schon davon aus, dass damit die Legalisierung auf lange Sicht gescheitert ist, weil eben da in NRW jetzt die CDU in der Landesregierung bleibt, damit normalerweise eben auch eine Abstimmung erzwingen kann von NRW mit vielen Stimmen im Bundesrat und dass dann da nichts mehr geht. Wir haben ja auch immer darauf aufmerksam gemacht, auf dieses ganze Bundesratsproblem. Ihr wisst es ja, und in NRW, mit dem, als größtes Bundesland, war auch unser Budget am größten für unser Promo-Video für NRW. Ganz kurz. Geht wählen und stoppt die CDU. Für diesen Spot haben wir über 9 Millionen Einblendungen in NRW gekauft, sozusagen auf YouTube, Facebook und Instagram. Das sind also schon hohe Zahlen auch für unsere Verhältnisse. Wir haben viele Leute erreicht. Scheinbar der CDU jetzt nicht so wahnsinnig geschadet mit der ganzen Sache. Aber immerhin, wie kann man jetzt das Ergebnis interpretieren? Das Einzige, was bis jetzt klar ist in NRW, meinem Heimatland, die bisherige CDU-FDP-Regierung hat keine Mehrheit mehr. Die ist im Prinzip raus, vor allen Dingen durch Verluste der FDP in dem Fall. Es kann also kein Weiter-so geben wie bisher. Und es wird sich was ändern. Es gibt eine neue Koalition auf jeden Fall. Insofern ist dann jetzt aber alles Weitere noch offen. Wie es jetzt weitergeht, hängt halt tatsächlich davon ab, welche Koalition gebildet wird. Und einige sind sich sicher, dass jetzt Schwarz-Grün da kommt in NRW. Aber euch sollte bewusst sein, dass andere Leute wiederum sicher sind, dass auf jeden Fall eine Ampel kommt in NRW. Also wie im Bund SPD, FDP und Grüne. Und bisher kann man diese ganzen Aussagen, die da gefällt werden, als strategisch betrachten. Ja, die FDP schließt so eine Regierungsbeteiligung quasi aus im Moment, ja, und sagt hier, CDU und Grüne, die haben den Regierungsauftrag, wir haben verloren, wir sind demütig, ne, zeigen dann auch, ja, wir haben verstanden, lieber Wähler und so. Die können jetzt einfach sagen, wir wollen trotzdem unbedingt in die Regierung oder so. SPD verweist ähnlich darauf, ja, dass die CDU jetzt erstmal am Zug ist und die Grünen sagen, ja, wir reden halt mit allen. Und das sind alles ganz normale Rituale, wo alle jetzt mal klar machen, wir wollen jetzt nicht unbedingt in die Regierung, wir verkaufen uns dafür nicht, ja, wir wollen hart verhandeln, wenn überhaupt, und wollen uns wir ziehen uns ein bisschen, lassen uns dreimal bitten und so weiter, ne, und dann kriegen wir auch mehr dafür, wenn wir mitmachen. Also das Ganze ist noch vollkommen offen, das hat alles überhaupt nichts zu sagen. Und es kann nach wie vor genauso eben auch zu einer Ampelregierung kommen. Und was dafür natürlich sprechen würde, wäre entsprechend Druck von der Bundesebene, dass also insbesondere bei den Grünen jetzt da von überall her andere Grüne anrufen und sagen, Schwarz-Grün ist jetzt nicht so eine geile Idee, wir wollen ja möglichst gerne den Bundesrat da frei kriegen. Ja, das kann aber nicht das einzige Thema, wo es angenehm wäre, wenn man da einfach durchregieren könnte. Und insofern dürfte da Druck aufgebaut werden und das Ganze bleibt spannend. Auf jeden Fall für ein offizielles Statement des DHV ist das noch viel zu früh. Wir haben viele nachgefragt. Das wäre an der Stelle nur komplett Spekulation. Aber spekulieren wir mal ein bisschen. Ja, da werde ich jetzt doch mal tun. Und zwar nehmen wir mal an, es kommt zu einer Regierung ohne CDU, also Ampel, jetzt doch in NRW. Ja, entscheiden sich die Grünen, das geht alles nicht mit Klimaschutz, mit der CDU, wir machen Ampel. Dann wäre die letzte Hürde noch Niedersachsen im Herbst dieses Jahr und wir hätten das geschafft. Ja, wenn wir da dann die CDU noch aus der Landesregierung rauskriegen, dann wäre die CDU-Blockademehrheit im Bundesrat gebrochen. Ja, das wäre das Simpelste. Jetzt mal angenommen, es kommt zu Schwarz-Grün und es steht nichts zum Abstimmungsverhalten im Bundesrat im Koalitionsvertrag. Dann wäre ein CDU-freies Niedersachsen nicht mehr ausreichend im Herbst. Dann müssten wir im Prinzip noch eine Wahl schaffen und die nächste realistische, wo das überhaupt jetzt in Frage kommt, wäre Hessen im Herbst 2023. Das heißt, bis dahin wäre dann klar, ja, mal keine Mehrheit da im Bundesrat für die Ampel. Und das klappt auch nur dann, wenn Niedersachsen eben auch im Herbst trotzdem klar geht. Ja? Also Niedersachsen dieses Jahr und Hessen nächstes Jahr im Herbst würde ausreichen, um NRW auszugleichen und dann immer noch das grüne, das Bundesampel-Legalisierungsgesetz dann durch den Bundesrat zu bringen. Trotzdem, ja, das ist eine blöde Aussicht, das ist wackelig und liebe NRW-Grüne, ja, nicht schwarz-grün wäre schon schicker. Und jetzt mal angenommen, es kommt doch zu ernsthaften Verhandlungen zwischen CDU und Grünen, dann werden wir fordern, dass im Koalitionsvertrag was drinstehen sollte zum Thema Abstimmungsverhalten zu Cannabis im Bundesrat. Könnt ihr theoretisch vereinbaren, ja, wir stimmen dazu.
Das wird aber schwierig. Wir haben uns mal ein bisschen umgeguckt, auch was andere Koalitionsverträge angeht, was da so üblich ist. Und es ist einfach nicht üblich, zu so einem einzelnen konkreten Thema irgendwelches Abstimmungsverhalten vorzugeben im Bundesrat. Ganz viele haben so allgemeine Klauseln. Vielleicht noch, dass man sich gerne möglichst irgendwie einigen will bei den Fragen, die im Bundesrat aufschlagen. Aber wenn das nicht geht, dann enthält man sich halt. Das ist so der Standard. Aber es ist auch nicht ganz unmöglich. In Baden-Württemberg gibt es so eine Formulierung zum Beispiel an einer Stelle, dass, wo dann erstmal politisch gesagt wird, wir streben diese und jene Veränderung an und wir stimmen entsprechend auch dann im Bundesrat zu, wenn da was kommt zu dem Thema. Aber das ist eben kein so umstrittenes, symbolträchtiges Thema wie Cannabis, ja, wo die CDU bundesweit komplett wie ein Mann dasteht und wo das auch zu der ganzen Law-and-Order-Ideologie der CDU noch im Kern dazugehört, offensichtlich irgendwie. Also das wird schwierig für die Grünen, da irgendwas in den Vertrag rein zu verhandeln. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Dann versuchen wir natürlich trotzdem dann, besser wäre, aber es wäre kein Schwarz-Grün. Und weil die Frage in den sozialen Netzwerken noch aufkam, wie real eigentlich die ganze Gefahr durch Ablehnung im Bundesrat ist für die Legalisierung, haben wir uns auch da nochmal ein bisschen umgeguckt. Viel ist da in den letzten Jahren tatsächlich nicht passiert in die Richtung. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir eine große Koalition im Bund hatten, im Bundestag, also die Mehrheit CDU geführt war, unter Merkel logischerweise. Und die CDU eben auch im Bundesrat ein starkes Gewicht hatte. Insofern haben die sich da schon mal nicht gegenseitig blockiert irgendwie. Also der Bundesrat jedenfalls nicht, den Bundestag. Von den Grünen gab es ein, zwei Beispiele, die auch lange an vielen Bundesländern beteiligt waren an der Regierung. Und der Bundesrat hat dazu eine Statistik. Seit 1998 sind jeweils in den Legislaturperioden, vier Jahreszeiträumen da zwischen den Wahlen, zwischen 0 und 7 Gesetze zu Fall gebracht worden. Also es gab auch eine Legislaturperiode, wo in den 4 Jahren 7 Gesetze gescheitert sind, weil der Bundesrat bei zustimmungspflichtigen Gesetzen nicht zugestimmt hat. Beispiel dafür ist zum Beispiel das Bundespolizeireformgesetz ist gescheitert, das CCS-Gesetz, da ging es um die unterirdische Speicherung von CO2, ja, das hört man nichts mehr von, also das Gesetz nicht zustande gekommen. Und eine Steuerreform zum Beispiel 98, 99 hat es auch nicht geschafft durch den Bundesrat. Also das ist real, ja, diese Gefahr. Der Bundesrat kann die Legalisierung komplett aufhalten und die CDU zeigt auch keinerlei Kompromissbereitschaft in der Frage. Insofern ist das auch wirklich schwierig, mit denen da irgendwie anders zu verhandeln und Kompromisse zu finden. Also es gibt Lösungen dafür, ne? Da gibt es diverse rechtliche Workarounds, die man irgendwie vielleicht so irgendwie zurecht biegen kann, da das doch nicht zustimmungspflichtig ist am Ende, aber das ist alles unsicher und vage und Verhandlungslösungen sind sowieso immer unsicher. Ja? Also wir werden weiter kämpfen und versuchen, das über die Landtagswahlen zu regeln. Noch stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Kommen wir zu den Linken. Die Linken im Bundestag, ja, also habt da nicht viel von mitgekriegt in letzter Zeit. Tatsächlich drogenpolitisch zu Cannabis-Legalisierung kam da ganz lange gar nichts. Und dann kam wenig, also bis jetzt nicht furchtbar viel passiert. Da haben auch spät den drogenpolitischen Sprecher überhaupt bestimmt. Der ist Atesh Gürpinar geworden und hat uns gestern ein Interview gegeben. Damit haben wir die Reihe voll der handfreundlichen Parteien im Bundestag. Atesh Gürpinar für die Linken, der Einzige in der Opposition. Die anderen sind ja alle in der Ampel versammelt. Und das ganze Interview könnt ihr euch hier im Kanal anschauen. Nochmal der Hinweis. Atesh hat tatsächlich ein paar klare Ansagen gemacht und ein paar Versprechungen. Das war schon interessant an der Stelle. Und er plant noch vor der Sommerpause geradezu ein Feuerwerk an Aktivitäten. Davon zeigen wir euch einen kleinen Ausschnitt. Also ich bringe mal auf den Punkt. Vor der Sommerpause kommt ein Antrag von euch zur Entkriminalisierung im Bundestag und der wird nicht nur die geringe Menge betreffen, sondern soll auch den Eigenanbau mit beinhalten. Also wir haben sozusagen drei Vorschläge, die ich auch kurz nennen werde, weil sozusagen auch so ein Gesamtpaket sind. Der erste ist die Entkriminalisierung, also Legalisierung von geringen Mengen. Es geht darum, also wir überlegen noch, wie viel genau. Ich bin da zumindest für 15 Gramm, damit es schwer gemacht wird, dass die anderen dem nicht zustimmen. Das ist ja der Hintergrund, dass der Druck aufgebaut wird. Weniger wäre völliger Unsinn, weil ja quasi auch schon andere, also Bundesländer ja quasi auch schon mal 15 Gramm sind. Ich glaube, in Berlin ist zum Beispiel der Fall. Aber es soll quasi, wir sind nämlich bei 100, weil sonst wird es den anderen leicht gemacht, dagegen zu stimmen. Dazu gehört eben auch der Eigenanbau, was quasi möglich ist. Also drei Pflanzen, die quasi, ich glaube, drei Pflanzen geht es, die angebaut werden können.
Was für mich noch wichtig ist, also auch für die, nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für euch, ist die quasi die Fahrtüchtigkeit, dass du quasi bis zu einer bestimmten Menge noch fahrtüchtig bist, weil das ja auch quasi noch ein bisschen schwerer ist vom Alkohol, der noch tagelang irgendwie nachgewiesen werden kann und dann die Fahrerlaubnis entzogen werden kann, was ja für viele einfach berufsgefährdend ist. Mhm. Deswegen sollte das ein zweiter Antrag sein. Und der dritte Antrag, das möchte ich an der Stelle auch erwähnen, weil ich weiß, es geht euch vor allem um Cannabis, aber wir halten tatsächlich die Entkriminalisierung aller Drogen, also den Nutzen aller Drogen für sehr, sehr wichtig, weil natürlich die, also eigentlich sogar je schwerer die Drogen, desto problematischer ist es für die Menschen, die das nutzen. Das heißt quasi geringe Mengen, da geht es nicht um Verkauf übrigens, das ist ja auch mal was ganz, muss auch mal extra zugesagt werden, da geht es einfach nur, dass die Menschen entkriminalisiert werden, die tatsächlich suchtabhängig sind und da geht es gerade bei schweren Drogen ja um eine krasse Sucht und da muss eine Entkriminalisierung stattfinden. Ja, also ich fasse nochmal zusammen, vor der Sommerpause will Atesh Göpinar drei Anträge einbringen in den Bundestag. Der eine zur sofortigen Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten mit Eigenanbau, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Menge ist noch nicht so ganz klar, aber mindestens 15 Gramm. Dann nochmal ein Antrag zur Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten. Also wahrscheinlich wird es dann darauf rauslaufen, die geringe Menge zu vereinheitlichen, die jetzt ja in manchen Bundesländern schon gelten. Manche Bundesländer haben jetzt schon Einstellungsrichtlinien für 1 Gramm Koks oder so, ja, dass man das im Betäubungsmittelgesetz so festschreibt. Und Thema Führerschein, wollen Sie noch was beantragen? Also viel zu tun im Büro von Atesh Göpinar. Und diese Woche wurde die Statistik zu den sogenannten Drogentoten für 2021 veröffentlicht. Ich sage sogenannte Drogentote und ihr seht Anführungszeichen in der Überschrift, weil es natürlich eigentlich heißen müsste, Tote im Zusammenhang mit illegalen Drogen. Ja, die legalen Drogen, Alkohol und Zigaretten, Tabak werden da nicht berücksichtigt in dieser Statistik. Es geht nur um illegale Substanzen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, ja, wenn man diese Zahlen da sich anschaut, in jedes Jahr, wenn die veröffentlicht werden. Die Zahl ist jedenfalls gestiegen. Also von um 15% auf 1826 Drogentote in 2021 und ist der vierte Anstieg in Folge. Insofern auch relativ gesehen eine hohe Zahl, gab schon also doch deutlich niedrigere Zahlen auch. Aber am Ende, seit vielen Jahren, pendelt das Ganze doch erstaunlich stabil zwischen 1.000 und 2.000 Toten im Zusammenhang mit illegalen Drogen. Und jetzt mal im Vergleich, in Deutschland sterben jedes Jahr weit über 100.000 Menschen an den Folgen von Alkohol- und Tabakkonsum zusammen. Also fast 100 Mal mehr Menschen sterben in Deutschland an legalen Drogen als an illegalen Drogen. Schon eine krasse Relation, ja, ich finde das immer wieder bemerkenswert. Und ein weiterer Vergleich, gerade letzte Woche habe ich hier über die Drogentoten in den USA berichtet und die Zahl war halt gigantisch, über 100.000 Tote auch in dem Fall. Also auch um Dimensionen viel mehr Tote, Drogentote, als wir die hier haben, insbesondere durch die Opiatkrise, die ja, in den USA immer noch wütet. An Cannabis ist übrigens natürlich gar keiner gestorben, ja, muss man auch immer wieder sagen, kann man nicht oft genug betonen, es stirbt niemand an Cannabis. Und mit den Vergleichen will ich die Toten auch nicht kleinreden. Ja. Jeder von denen ist einer zu viel und auch bei relativ moderaten Zahlen im Vergleich zu den legalen Drogen sind es doch vermeidbare Tote, Drogenpolitik-Tote, ja, die irgendwie auch mit den ganzen Schwarzmarktbedingungen zu tun haben. Und insofern stimme ich dem Drogenbeauftragten Blinert seinen Forderungen absolut zu, dass mehr Hilfe, Beratung, Schutz braucht für die Betroffenen. Und Drug-Checking, mehr Konsumräume, Substitution, das sind die Lösungen oder Ansätze, die er in den Raum gestellt hat. Absolut vernünftig, ja, da ist nichts gegen zu sagen. Interessant übrigens auch die Aufschlüsselung auf die verschiedenen Substanzen, die da im Spiel waren bei den Toten. Da gibt es so eine genaue Tabelle. Einigermaßen genau, ja, was da alles im Spiel war. Und da sind auch 10 Tote im Zusammenhang mit synthetischen Cannabinoiden dabei. Ja, also nicht natürlich vorkommende Substanzen, die an die Cannabinoid-Rezeptoren andocken, die eine ähnliche Wirkung haben wie Cannabis, aber aus dem Labor kommen. Und ja, haben wir hier schon oft vorgewarnt, die sind gefährlicher als natürliches Cannabis, da kann man auch dran sterben. Und in dieser Statistik sind insgesamt 10 davon aufgeführt. 2 allerdings nur, wo nur synthetische Cannabinoide im Blut waren und 8 hatten Mischkonsum mit anderen Substanzen, ohne dass man jetzt genau weiß, welche da noch im Spiel waren. 10 Tote im Zusammenhang mit
synthetischen Cannabinoiden ist aber jedenfalls relativ viel. Also wir hatten die Jahre davor auch schon mal noch deutlich weniger. Die meisten Toten gehen aufs Konto von Opiaten wie Heroin, Opioide, wie Fentanyl. Die Klassiker, die sind immer die, die die meisten Drogentoten fordern. Aber auch die Toten durch Amphetamin, Kokain, Methamphetamin, Ecstasy sind alle gestiegen, teilweise erheblich, nur eben auf dem Niveau kleinerer Ausgangszahlen. Und Mischkonsum war in den meisten Fällen tatsächlich auch mit dabei. Also weniger als die Hälfte ist an einer einzigen Substanz nur verstorben. Über 1000 dieser 1800 Fälle waren Mischkonsum. Und jetzt noch eine Frage in Richtung Schwarmintelligenz, ja, von dieser Pressemitteilung von Burkhard Blinert. Der sagt da unter anderem, aus Abhängigkeitskrankheiten findet praktisch niemand allein wieder heraus. Daher müssen Hilfe, Beratung und der Schutz dauerhaft und verlässlich finanziert werden und das überall in Deutschland, sagt Blinert. Mir geht es um diese Aussage, ja, ich finde es steile These, praktisch niemand findet alleine aus einer Abhängigkeit heraus. Da würde mich mal eure Erfahrung interessieren, wenn wir das jetzt mal nur beziehen auf Drogen, die auch erhebliches körperliches Abhängigkeitspotenzial haben. Ja. Habt ihr die Erfahrung gemacht? Wart ihr mal abhängig von Heroin oder Alkohol? Und habt ihr das alleine geschafft, da rauszukommen aus der Nummer wieder mit Entzug und allem drum und dran? Oder seid ihr auch der Meinung, dass das ohne Hilfe nicht geht? Praktisch niemand schafft, wie Blinert sagt. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Kommen wir nochmal zur Presseente der Woche. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon eine. Diesmal betrifft sie Carmen Wegge. Die hat nämlich mit der Augsburger Zeitung gesprochen über die Vorgänge, die jetzt da stattfinden, die Diskussionen im Zusammenhang mit der Legalisierung, die ganzen Detailfragen, die noch da sind. Und da hat sie als Beispiel eben auch diese Mengenbeschränkung gebracht. Wie viel darf man besitzen in der Öffentlichkeit? Hat die Bandbreite aufgezählt? Hat da von 20 bis 30 Gramm wohl gesprochen. Jedenfalls sagt das die Zeitung. Ja, die Legalisierung soll mit 20 bis 30 Gramm einhergehen, die man frei mit sich rumschleppen kann. Bei der Augsburger Zeitung heißt es dann noch, wer die Rede davon im politischen Raum bei den Diskussionen. Dann wurde da ganz schnell in der Presse draus gemacht, das wäre die Position der SPD. Die SPD geht damit rein in die Verhandlungen sozusagen. Und dann ging es noch weiter bei der Deutschen Welle, zum Beispiel Deutschlandfunk, Deutschlandradio. Da hieß es dann schon, das wäre die Position der Bundesregierung. Ja, die Bundesregierung sagt, 20 bis 30 Gramm sind angesagt. Das wurde aber sofort wieder dementiert. Ja, war ganz klar erstmal Wegges Meinung, beziehungsweise Wegges Bericht einfach, was überhaupt in der Diskussion ist und was auch von Verbänden kommt. Und sie hat auch bestätigt jetzt nochmal auf Twitter, dass sie auch das DHV-Eckpunktepapier genannt hat, wo nämlich 50 Gramm drinstehen. Das hat die Augsburger Zeitung gar nicht mit aufgenommen. Also manchmal sind die Medien ein bisschen übereifrig und erfinden da irgendwie mehr in so einer Aussage, als wirklich gesagt wurde. Und was unsere 50 Gramm angeht übrigens, ja, das ist eine der Forderungen, die wir mit euch auf unserer Cannabis-Normal-Konferenz Mitte Juni in Berlin besprechen wollen und von euch hören wollen, wie ihr das seht. Wir haben grundsätzlich auch Zweifel, ob man überhaupt eine Obergrenze braucht. Ja, für uns bräuchte das eigentlich eher nicht. Aber strategisch wird man kaum drum rumkommen wahrscheinlich. Es gibt bisher kein Land auf der Welt, wo das ganz ohne Obergrenze funktioniert. Braucht man vielleicht auch, um Ängste abzubauen, ja, vor weiterhin illegalem Handel und so. Aber was ist da akzeptabel? Ja, und es geht nur um den Besitz in der Öffentlichkeit übrigens, bevor jetzt wieder alle sagen, das beißt sich ja mit Eigenanbau, das geht ja gar nicht mit 15 Gramm. Ja, dafür sind größere Mengen vorgesehen. Es geht nur um den Besitz in der Öffentlichkeit. Da sagen wir bisher 50 Gramm und sind gespannt auf eure Meinung. Wenn ihr nicht zur Cannabis Normal kommen könnt, dann könnt ihr das auch kommentieren auf unserer Seite als Kommentar unter die Eckpunkte. Was haltet ihr von den 50 Gramm in der Öffentlichkeit? Oder na, kommt halt zur Cannabis Normal Konferenz und diskutiert das direkt vor Ort mit uns. Das war's soweit für heute. Ich komme zu den Terminen. Da geht's los in Bern mit der traditionellen Hanfmesse, der Canna Trade, Freitag, 20. Mai bis 22. Mai. Dann, wie erwähnt, in Fürth, der allerletzte Nachzügler nach den Nachzüglern, Global Marihuana Marsch in Fürth, Samstag, 21. Mai. Treffen der Ortsgruppe Thüringen in Jena, auch 21. Mai, samstags. Am Sonntag trifft sich die Gruppe in Oldenburg online und dann nochmal online Hanftisch in Heidelberg oder ja, egal wo, ja, online jedenfalls, Hanfverband Rhein-Neckar, da ist die ganze Region im Prinzip eingeladen. Hamburg, Treffen der Ortsgruppe, Donnerstag, 26. Mai, Oldenburg, online Hanfschnack, Sonntag, 29. Mai, Heidelberg nochmal Hybrid, online und echt,
Diesmal wirklich in Heidelberg, Montag, 6. Juni. Und in Berlin treffen der Ortsgruppe Dienstag, 14. Juni. Und das war's für heute. Like dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und habt noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.